Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Frage ist, was hat das jetzt alles für Konsequenzen? Was erwächst daraus, dass wir jetzt die 70-Jahr-Wochen so rechnen, wie ich das hier vorgestellt habe? Der erste Punkt ist mal der, dass man deutlich sehen kann, dass man zu sinnvollen Ergebnissen kommt, ohne dass man die Jahrwochen umrechnen muss, von Mondjahren in Sonnenjahre, wo es im Alten Testament in dem Sinn keine Mondjahre gab, sondern die hatten auch schon heptadische Jahre, also die auf der Siebener Struktur aufbauten. Also ohne dass man aus 69 Jahrwochen 68 Jahrwochen machen muss, kommt man zu sinnvollen Ergebnissen. Man kommt dann sogar zu zwei sinnvollen Ergebnissen. Man trifft also nicht nur vielleicht zufällig einen König, also einen Kyros oder einen Antiochos Epiphanes, sondern man trifft zwei. Die Wahrscheinlichkeit quadriert sich dann schon, oder die Unwahrscheinlichkeit quadriert sich, dass man so ein Ergebnis findet. Ja? Das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiges Thema. Der zweite Punkt ist der, dass man sieht, dass diese verlorenen Jahre, diese Lost Years, die Juden abziehen, diese 165, manche sagen 170 Jahre, während dieser Phase zwischen der Zerstörung des ersten und des zweiten Tempels, dass das ein Unsinn ist. Ja? Denn wir können ja sehen, dass von 605 bis 171 vor Christus die profane Zeitrechnung, die weltliche, außerbiblische Zeitrechnung, exakt stimmt. Und dass man dadurch, dass man direkt ins Anfangsjahr von Kyros und ins Anfangsjahr von Antiochos Epiphanes kommt, sehen kann, dass die profane Zeitrechnung also absolut exakt ist. Ja? Denn man rechnet eigentlich die Jahrwochen, 62 Jahrwochen, 434 Jahre oder 7 Jahrwochen, 49 Jahre auf Antiochos oder auf Kyros. Und wenn man dann von 605 aus die profanen Jahre zählt, dann kommt man genau in diese Zeit, in der Kyros kam oder Antiochos kam. Das heißt, man sieht plötzlich, dass das Auslöschen dieser sogenannten verlorenen Jahre, die der Talmud dort verwendet und auch die rabbinische Rechnung, falsch ist. Ja, das kann man an den Jahrwochen sehen, müssten die Rabbiner eigentlich auch verstehen, müssten sie auch zugeben, fällt ihnen aber auch schwer, genauso schwer wie das dem Christen fällt, zuzugeben, dass sie sich verrechnet haben. Ja? Aber man kann das sehen. Also man hat natürlich dann jetzt sehr, sehr gewichtige Punkte, zumindest auch mal, dass es jetzt in der profanen Geschichtsschreibung keine Jahre gibt, die irgendwie verloren gegangen wären, sondern allein aus den Jahrwochenordnungen und den zugehörigen Königen kann man ablesen, dass diese profanen Jahreszahlen stimmen. Ein weiterer Grund ist der, dass man sehen kann, dass Daniel eben nicht Stück für Stück sukzessive geschrieben wurde, so wie die Bibelkritik das behauptet, dass spätere Teile von Daniel halt auch später hinzugefügt worden wären, dass man die letzten Teile, gerade Daniel 10, 11, 12 geschrieben hätte in der Zeit, wo Antiochos Epiphanes da war, so als so eine Art zeitgenössische, apokalyptische Literatur, um den Israeliten Mut zu machen in der schwierigen Zeit, in der sie damals waren. Das macht absolut keinen Sinn mehr, weil man sieht, dass Kapitel 9, 10, 11, 12 komplett korrelieren mit Kapitel 2, mit dem Standbild. Das kann man natürlich sagen, gut, das haben die damals gewusst und deswegen haben die das auch so formuliert. Dann stellt sich dann nur die Frage, wieso man 2000 Jahre lang die Schenkel des Standbilds als Beine gedeutet hat, warum man das fälschlicherweise auf Ost- und Westrom gedeutet hat, warum man die Kapitel 10, 11 und 12, die über die Seleukiden und über die Ptolemäer-Dynastien im Detail berichten und gipfeln in Antiochos Epiphanes, warum man die bei der Eschatologie komplett außen vor lässt, weil die nicht in die endzeitliche Sichtweise passen, die man bisher hatte mit Rom. Denn wenn der Antichrist aus Rom kommt, was macht man dann mit so einem Antiochos-Typ, ja, der ein Seleukide war? Das passt ja nicht zusammen. Also man sieht, dass diese Berechnung der 70 Jahre, so wie wir die hier vornehmen, extremen Einfluss hat auf die jüdische Auslegung, die damit komplett konterkariert wird.
auf die bisherige christliche Auslegung, von der man auch sagen muss, das ist eigentlich ein Taschenspielertrick, ja, dass man die 69 Jahrwochen dann umrechnet in 173.880 Tage und die dann wieder umrechnet in dann nur noch 68 Jahrwochen, um auf ein vordefiniertes Ergebnis zu kommen mit einem Ausgangspunkt, der bei Artaxerxes liegt, der, wie gesagt, auch vollkommen willkürlich gewählt worden ist. Also all diese ganzen Punkte, man sieht also, dass das eigentlich komplett konterkariert wird. Man sieht, dass die profane Geschichtsschreibung richtig ist, ja, dass da keine Jahre fehlen oder abgeändert worden wären, sondern dass die mit den Jahrwochenordnungen des Engels absolut übereinstimmen, weil man die zunächst mal jetzt nicht unbedingt braucht, sondern man rechnet ja über diese Jahrwochen des Engels, kommt zu Kyros und sieht, wann, in welchem profanen Jahr kam der denn, 559 vor Christus, 556 vor Christus. Und wenn man bis Antiochos rechnet, dann guckt man auch dann, in welchem profanen Jahr kam der, das war 171 vor Christus. Also man hat da extreme Auswirkungen auf ganz, ganz viele Arten der Auslegung. Und man sieht, dass Daniel nicht sukzessive ergänzt worden ist. Und man sieht, und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass durch diese Art der Rechnung eine Harmonisierung entsteht. Kapitel 9 berichtet darüber, wann der Antichrist kommt. Kapitel 8 und Kapitel 7 berichten darüber, woher er stammt. Das heißt also, dieses Kapitel 7, 8 und 9 gehört zusammen. Kapitel 10, 11 und 12 beschreiben dann, was der Antichrist macht, aus welcher Dynastie er kommt und wie die Ausprägung seiner Herrschaft ist. Und plötzlich passen Kapitel 7, 8, 9, 10, 11, 12 zusammen und harmonisieren sich. Und das alles kann dann nochmal abgestimmt werden, auch mit Daniel 2, mit dem Standbild. Ja, dann hat man also Kapitel 2, Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 11, Kapitel 12. Und plötzlich entsteht da eine ganz, ganz feine Struktur und eine Ordnung, weil nämlich Gott das Standbild im Daniel 2, dem Danielbuch, vorangestellt hat. Das Standbild ist so eine Art Setzkasten oder ein Regal, in dem ganz grobe Fächer sind. Babylon, Medo-Persien, Alexander der Große, dann die Schenkel, dann die Füße mit den 10 Zehen. Dieser Ablauf der Weltreiche wird dort ganz grob skizziert und damit wird eine Ordnung vordefiniert. Und in diese Struktur, in diese Ordnung müssen sich alle anderen Prophetien einordnen. Und mit dem Modell, was ich jetzt gezeigt habe, geht das auch. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, also wir bleiben bei der alten Berechnung, wir rechnen trotzdem 69 Jahre, obwohl der Engel 7 und 62 Jahrwochen sagt, wir rechnen trotzdem 69 Jahrwochen. Rechnen die bis auf Christus und wir bleiben auch dabei, dass das Standbild keine Schenkel hat, sondern Beine, Ost und West rum. Wir bleiben einfach dabei, das haben wir immer schon so gemacht und da bleiben wir jetzt auch bei. Das Problem bei der Auslegung ist nur, wenn der Stein, der von einem Berg herabgerissen wird, ohne Hände, Christus, der vom Reich Gottes kommt, ohne menschliches Zutun und dann dieses Standbild an seine Füße schlägt, dann müssen ja zur Zeit, wenn Christus wiederkommt, diese beiden Füße herrschen. Und in der Rom-Theorie weiß man nicht, wer die beiden Füße sind. Ihr könnt das auch ausprobieren, wenn ihr euren Pfarrer oder Pastor einfach mal fragt und sagt, das Standbild hat doch zwei Beine, die stehen für Ost- und Westrom. Okay, und die 10 Zehen stehen ja für Europa. Gibt ja immer ein Ja. Ja? Manchmal sagt, vielleicht weiß ich, kenne mich nicht so ganz gut damit aus. Aber es gibt auf jeden Fall keine strikte Ablehnung. Und wenn ihr dann fragt, wer sind denn die beiden Füße, dann ist Hängen im Schacht. Ja? Dann weiß dann niemand Bescheid. Denn die normale Auslegung ist die, Ost und West rum sind niedergegangen. Ja? Und in der Endzeit kommt Europa auf, symbolisiert durch die 10 Zehen. Und dann frage ich immer gerne, okay, wenn Europa die 10 Zehen sind, mit welchen zwei Staaten ist denn Europa dann noch im Bund? Da sind ja noch zwei Füße. Und dann kommt erstmal großes Fragezeichen, taucht dann auf der Stirn. Dann kommt man da ins Grübeln, aber die Antwort bleibt man immer schuldig. Man kann die Antwort da nicht geben drauf, weil in dieses Modell der Rom-Theorie diese beiden Füße nicht reinpassen. Aber der Stein schlägt das Standbild an die Füße, nicht an die Zehen und auch nicht an die eventuell dann zwei Beine. Ja, sondern der Stein, der von einem Berg herabgerissen wird ohne Hände, schlägt das Standbild an seine Füße. Das heißt, in diesem Rom-Modell kann man nicht mehr erklären, wer die beiden Füße sind.
Man muss leugnen, dass dort Schock Schenkel steht. Man muss aus Schenkeln Beinen machen. Man muss dann Rom da hinein interpretieren, wo Rom im ganzen Danielbuch nicht erwähnt wird. Und man kommt zu einer Struktur, die man als Europa deutet, wo Europa mittlerweile nicht 10, sondern 27 Staaten hat. Das Standbild müsste also 27 Zehen haben. Dann hilft man sich dann auch noch dabei und sagt, Europa bricht auseinander, sind es dann doch wieder 10 Zehen. Und ignoriert dabei komplett, dass Rom in Daniel komplett und an gar keiner Weise aufgeführt wird. Rom wird in Daniel nicht erwähnt. Schlimmer noch, es werden zwei römische Feldherren erwähnt. Laenas und Scipio Asiaticus. Diese beiden Feldherren werden erwähnt, die wurden später dann auch große Politiker, die werden nicht namentlich erwähnt, aber die werden so deutlich erwähnt und beschrieben, dass man die identifizieren kann in der Weltgeschichte, so als ob Gott sagen will, ich habe Rom nicht vergessen. Ich kenne sogar einzelne Generäle davon, aber ich meine Rom nicht. Ja, es ist noch schlimmer, als wenn Rom nicht erwähnt wäre. Könnte man vielleicht sagen, gut, der Daniel hat das einfach nur verborgen. Ja, der hat das nicht offen machen wollen. Aber man kann sehen, dass diese beiden römischen Generäle, Scipio Asiaticus und Laenas, deutlich zu identifizieren sind im Danielbuch, ja, während das Römische Reich fehlt. Und dann frage ich auch immer gerne, wenn denn Rom gemeint sein sollte, warum steht denn dann in Kapitel 11 nicht eine lange Liste aller römischen Cäsaren, die da alle aufgezählt werden, ja, Titus und Vespasian und Nero und wie sie alle hießen, wieso werden die da nicht aufgezählt? Wieso wird eine Dynastie von Seleukidenkönigen aufgezählt, die in Antiochos Epiphanes gipfelt, der unbestritten der Typus des Antichristen im Alten Testament überhaupt ist, der in der Prophetie dann aber vollkommen ad acta gelegt wird und ignoriert wird, während Jesus sagt, wenn ihr im Buch Daniel lest von dem Gräuel der Verwüstung, dann merket darauf, ja, dann merket darauf, wer hat den Gräuel der Verwüstung angerichtet? Daniel 11, Antiochos Epiphanes, der historische. Aber scheinbar spricht Jesus von einem Gräuel der Verwüstung, der in der Endzeit nochmal kommt, den die Römer nicht angerichtet haben, sondern der kommt in der letzten 70. Jahrwoche, wenn dieser antichristliche Typus wieder auftaucht. So ist jetzt mal ganz grob dieser grobe Rahmen, den man da so schlagen kann über den Propheten Daniel. Mich bewegt das sehr. Ich weiß, viele sagen, das ist irgendwann langweilig. Ja. Andere interessiert es auch sehr. Mich interessiert das absolut. Ganz einfach, weil ich ganz genau wissen will, was ich glaube und was ich nicht glauben soll und nicht glauben brauche. Und das orientiert sich ganz einfach an der Bibel und an überhaupt gar nichts sonst. Ja. Ich höre mir die Auslegung gerne an. Ich kenne die alte Auslegung sehr gut. Ich kenne auch alle möglichen abseitigen Auslegungen. Zum Schluss interessiert mich nur das, was geschrieben steht. Ja, und alles andere interessiert mich überhaupt gar nicht. Ja. Das, was geschrieben steht, das interessiert mich allerdings sehr. Das trinke ich, davon ernähre ich mich, das ist meine Speise, das esse ich. Ja. Das geht mir Tag und Nacht im Kopf rum. Und ich freue mich darüber, dass ich so viel finden durfte und freue mich über jeden, der sich freut an diesem Wort Gottes und freut an unserem Herrn Jesus Christus. So nochmal der kleine Rundumschlag und ein paar der Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Das ist nicht nur irgendeine andere neue Rechnung, die ich hier aufmache. Das ist jetzt in so vielen Clips bewiesen worden am Text, dass das haltbar ist, das hält das aus, das hält auch Kritik aus. Und das hat dermaßen weite Auswirkungen und Konsequenzen auf die Auslegung des Propheten Daniel, dass sich jeder, der sich ernsthaft mit der Bibel beschäftigt und der ergebnisoffen mit der Bibel umgeht, den müsste das absolut elektrisieren. Denn wenn plötzlich Daniel sich so weit öffnet und in Daniel 12 steht, dass in der letzten Zeit viele darüber kommen werden und viel Weisheit finden werden, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass wir letzte Zeit hätten. Ja? Das ist auch eine Konsequenz aus der ganzen Rechnerei, die wir hier machen. Ja? Soweit in aller Kürze. Ich danke fürs Einschalten, wünsche alles Gute, Gottes Segen und bis bald.